Heute geht es darum, so ein älteres Zylinderschloss gegen ein neues zu tauschen und wie das funktioniert, was ihr dabei beachten müsst. Eigentlich gibt es nur eine kleine Sache und dann kann das jeder. Das will ich euch gleich zeigen. Bis gleich. Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Baubude.net. Mein Name ist Heiko und heute soll es um den Austausch eines Zylinderschlosses gehen, was dabei zu beachten ist und wie man das macht. Das wird ja ganz schnell mal fällig, wenn wir eine neue Wohnung mieten, in meinem Fall eine neue Werkstatt oder Garage. Man weiß nicht, wer alles noch einen Schlüssel hat. Das heißt, uns wird das öfter mal über den Weg oder kann uns öfter über den Weg laufen, dass wir mal so ein Schloss wechseln müssen. Und es ist total einfach und deswegen möchte ich es euch einfach mal zeigen und dann könnt ihr das selber machen. Okay, also als erstes machen wir erstmal wieder die Checkliste, was wir brauchen, was wir da haben müssen, was wir eventuell noch kaufen müssen. Okay. Hier seht ihr die Sachen, die wir brauchen. Wir brauchen Schraubenzieher, eventuell Kreuz oder Schlitz. Wir brauchen natürlich das neue Schloss und was wir vorher noch machen müssen, das ist, wir müssen das ausmessen, was wir für ein Schloss brauchen, wie lang das sein muss. Es gibt es in ganz unterschiedlichen Längen. Ja, und dafür gibt es ja in meinem Fall hier drei Methoden, das zu messen. Die möchte ich euch alle drei zeigen, je nachdem, was ihr gerade zur Hand habt. Dann lassen wir uns zur Tür schreiten. Wir sind jetzt hier an meiner Werkstatttür, wo ich das Schloss tauschen möchte. Ich würde das Schloss jetzt erstmal rausnehmen, wir müssen auch messen, um uns erstmal ein neues Schloss zu kaufen. Und welche Möglichkeiten es zu messen gibt, das will ich euch zeigen. Gibt es mehrere. Um das Schloss rauszuholen, lösen wir einmal diese Schraube. Nicht die beiden hier oben, die könnt ihr drin lassen, nur diese eine, die unterhalb von dem Schließer ist. Die lösen wir eigentlich so weit, bis man merkt, das Schloss ist locker, das Schloss ist ab. Und dann gibt es diesen einen Trick, dass man den Schlüssel entweder auf der einen Seite, ich sag mal so auf 11 Uhr Position drehen muss. Wenn er gerade ist, kriegt man nur den Schlüssel raus, aber nicht das Schloss. Das heißt, man muss den irgendwie so auf 11 Uhr drehen und auf der anderen Seite ist es dann natürlich auf 1 Uhr. Ja? So. Also so leicht schräg, ne? Dass man den rauskriegt. Hier kann man das jetzt noch mal sehen. Wenn der Schlüssel gerade ist, so ist der Schlüssel gerade, dann hängt dieser Haken hier raus. So. Und das heißt, erst wenn ich das wirklich so ein bisschen schräg habe, den Schlüssel, dann ist dieser Haken hier auf beiden Seiten weg. Der quasi auch dafür sorgt, dass unsere Tür sich abschließt. So, der einfachste Weg ist jetzt natürlich zu messen. Von Mitte dieses Schließers hier bis zum Ende und das auf der anderen Seite genauso. Ja? So, die zweite Möglichkeit wäre, so einen Neubauschlüssel zur Hand hat. Ne? Mit dem kann man hier reingehen und kann dann quasi auch abschließen, wenn man möchte. Ja? Und dann kann man hier ablesen, in dem Falle 35, ja, das gleiche von der anderen Seite, habe ich auch 35. So, die dritte Möglichkeit, das wäre dieses Kärtchen hier, ne, das hängt in dem Regal, wo auch die Schlösser im Baumarkt hängen. Manchmal ist es auch vergriffen, muss ich dazu sagen. Und dieses Kärtchen, da kann man hier jetzt so eine, ich nenne es mal Messlehre abmachen. So, das kann weg. Ne? Und dann packen wir das da rein, sodass es auf der anderen Seite wieder rauskommt. Ne? So, wir müssen darauf achten, dass quasi dieser kleine Nippel, das soll jetzt der Schließer sein, dort ist, wo sonst auch der Schließer ist. Und dann kann ich es von beiden Seiten auch ablesen. Wichtig ist, wenn ihr, ich sag mal, ihr macht eine neue Tür und ihr habt diese, wie nennt man die,
Drückergarnituren und Verkleidungen noch nicht dran, die müsst ihr dann dazu rechnen. Ne? Weil das Schlimmste wäre natürlich, wenn das Schloss zu kurz ist. Wenn es zu lang ist, dann sieht es einfach nur peinlich aus. Aber wenn es zu kurz ist, ne, dann ist das so weit drin, so wie jetzt, ja, da ist das so weit drin, da kriege ich den Schlüssel gar nicht mehr gedreht. Ne? So. Und schöner ist es ja, wenn es relativ abschließend ist auf beiden Seiten. Und dafür eben dieses Messen. So, dann habe ich, wie man hier sehen kann, 35-35 ein Schloss geholt, was dazu passt. Und das packen wir mal eben aus. So, und hier ist das gleiche, Schlüssel reinstecken, ganz leicht drehen, in dem Fall jetzt hier auf der Seite auf 11 Uhr. Manchmal geht es ein bisschen hackelig bei neuen Schlössern. So. Manchmal gibt es da natürlich bei den neuen Sachen dann so ein kleinen Grat noch dran an die Metallsachen, aber jetzt haben wir es drin. Es funktioniert. Ne? Wir können die neue Schraube nehmen, wir können auch die andere nehmen, die noch drin ist. Bei den neuen Schrauben kann es manchmal unter Umständen sein, dass man die in der Länge noch kürzen muss. Ne? Aber ich nehme jetzt die alte, drehe die fest. Zack. Und es funktioniert. Neues Schloss drin, drei neue Schlüssel. Perfekt, das war's. Zu dem Thema wird es noch andere Videos geben, wie man zum Beispiel in eine normale DIN-Tür, die so einen Bartschlüssel hat, ein Zylinderschloss einbauen kann, wie das funktioniert. Ich packe es in die Videobeschreibung, was noch alles im Bereich Türen dazugehört. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr keine mehr verpassen wollt, dann drückt auf Abonnieren und zusätzlich auf die Glocke. Und dann bekommt ihr quasi eine Nachricht, wenn neue Videos rauskommen. Okay, bis dann. Ciao.